Ist das Wudu erloschen, wenn man ohne Wissen etwas Urin in der Unterhose? Die Frage geht nicht weiter, aber sagen wir mal so, wenn man Najasa auf der Kleidung hat, generell, dann bricht das nicht das Wudu, sondern muss man diese Najasa entfernen. Wenn er sagt, es ist Urin rausgekommen, dann muss er natürlich neues Wudu machen.